Und zwar, ich wollte gestern sein Video hochgeladen, aber dafür heute. Das schauen wir kurz an. Es geht nämlich nur 3 Minuten und dann gehen wir rüber zu Mimi. So, let's go. Heute ist wieder soweit. Heute hat mir Luca nach Ewigkeiten mal wieder Beichen zukommen lassen. Das heißt, wir schauen heute nach, was ihr Schlingel angestellt habt. Blubber, blubber. 5 Euro weg. Oh mein Gott. Das Lied habe ich gestern noch gehört im Auto. Und wir blubbern, blubbern, blubbern. 5 Euro weg. Wild, 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 187. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der ersten Beichte. Let's go. Ich melde mich 18 Beichte, dass ich letztens bei einem entspannten Grillabend mit den Jungs das Ehebett der Eltern des Gastgebers ein wenig verunreinigt habe. Uncool. Macht es nicht. Oh, nee. Er hat ein Foto eingesendet. Oh, Himmel! Ach so, ich dachte was ganz anderes. Ich dachte, der hat da irgendeine sogenannte Chaya geklärt. Nein, er hat reingekotzt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh nein, in das Bett der Eltern. Das gibt Ärger zu Hause. Das will niemals. Hat er nicht geschrieben, ein wenig verunreinigt? Bro, du hast es einfach komplett auseinandergenommen. Haben wir vielleicht zu viel Joints geraucht? Ja? Ja. Ich melde mich 17 Beichte, dass bei mir bald das FBI klingeln wird. Herzlich willkommen zu Instagram-Chats von meinen Zuschauern. Wirst du eigentlich 14 oder 15? Oh Mann, du wirst es kaum glauben, aber wer denn 13? Was? Das kann nicht sein. Jetzt fühle ich mich alt. Ha, wie alt bist du denn? Ich dachte, du wärst 15. Ich werde 17. Bitte, was? Oh. Okay. Lösch dein Account, zieh aus, wander aus. Neue Identität, neuer Name, neue Adresse, neuer Kontinent. Ja. Ich melde mich 16. Wollte gerade sagen, es hat bei mir auch geklappt. Gut, dass er mich eingeblendet hat. Beichte, dass ich in den Algen Knossi im Kunstunterricht gemalt habe und eine saftige 5 kassiert habe. Krone auf den. Oh nein. Oh nein. Oh Gott, das gibt eine 5? Warum eine 5? Das ist asozial. Den Lehrer möchte ich mal, mit dem ich möchte mal ernst wünschen sprechen. Krone auf dem Kopf. Und die Maus in der Hand. Was ist das denn? Was ist das denn? Grüße gehen raus an Jens an der Stelle. Ich glaube, er kann über dieses Bild von sich selber mehr sagen als ich. Wie kann ein Mensch so schön malen? Wirklich ganz toll gezeichnet. Bin hin und weg. Weiter so. Ich melde mich 16 Beichte, dass ich mir nun auch endlich mal einen Iced Out Uhr gegönnt habe. Iced Out. No stars. Ach nee. Da ist die Tür. Ganz kurz davor, was kaputt zu machen. Ich melde mich 17 Beichte, dass ich davon geträumt habe, wie ich mit Jesus durch Hamburg laufe und vor der Polizei abhaue. Dann sagte er zu mir, dass ich ab jetzt auch zu 187 gehöre. Dann bin ich leider aufgewacht. Leider aufgewacht. Sehr wilder Traum an der Stelle. Manche träumen von ihrer Traumfrau und manche träumen von Jesus von 187. Ich weiblich 19 beichte, dass ich Humor in einer Beziehung sehr wichtig finde. Deshalb wähle ich meine Partner danach aus, ob sie dich abonniert haben oder nicht. Oha. Verliebt. Kennt er dich? Oha, verliebt. Nicht, geht's ab in die Friendzone. Boah, krass. Bei mir war es genau andersrum. Kleine Anekdote aus der Zeit, als ich mit meiner damaligen Freundin in der Trennungsphase, wo wir uns halt dann getrennt haben und ich keine neue Freundin hatte, war ich eine ganz kurze Zeit auf Tinder unterwegs und ich habe immer geguckt, von allen Girls, die ich da gematcht habe, dass die keinem, aber wirklich auch gar keinem einzigen YouTuber folgen und dass es möglichst Leute sind, die nichts mit YouTube zu tun haben, damit die mich nicht kennen, weil das wäre sonst unangenehm. Aber hier wird danach ausgesucht. Man kennt ihn. Und da gehen Grüße rum. Raus. Wirklich, ich fühle mich sehr geehrt. Hätte ich keine Freundin, das Fass machen wir nicht wieder auf, würde ich sagen, Mashallah, let's go. Weiter. Ich beichte, dass ich eine 1 plus mit Sternchen in Englisch bin, dank Monte. What is Camp Green Lake? Ziemlich fresh. Fresh. Bitte jetzt nicht mehr klatschen. Und da soll noch einer sagen, dass man bei Marcel nichts lernt. Grüße gehen raus an Marcel. Marcel, Kuss geht raus. Hallo? Hallo. Ich melde mich 18 Beichte. Das hat gut gepasst, dass ich noch Jungfrau und ungeküsst bin. Dass ich noch Jungfrau und ungeküsst bin. Aber hey, Sascha hat es ja auch geschafft. Dankeschön. Oh,
Und an der Stelle bin ich schon wieder komplett raus. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr euch denkt, hey, ich habe auch was zu beichten, dann schickt mir eure Beichte jetzt an diese E-Mail-Adresse hier. Kuss geht raus. Wie heißt die E-Mail-Adresse nochmal? Ich will ins Video at gmail.com. Geil. Hier, Kuss geht raus. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreie Ehrenbruderbasis ein Abonnement für mich dalassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Okay, liebe Grüße gehen raus an Güven Abi, Selter Abi, Mehmet Abi, Mehmet Abi, Mehmet Abi, Mehmet Abi, Mehmet Abi, Mesut Abi, Metin Abi. Dann gehen wir rüber zu Xuna. Let's go. Deutsche Memes, die ich von der 187 Straßenbande fand. Oh, jawohl. Schauen rein. Endlich hat Xuna mal wieder das gemacht. Ich sehe da einen ziemlich fetten Iceberg. Letzten Wort des Titanic-Kapitäns, 1912. Was, echt 1912? Titanic 1912. Krass. Gesunken. Einen ziemlich fetten Iceberg. Durch das heiße Duschwasser, dieser Uringestank. Junge, warum machst du schon wieder dieses Meme? Oh, das ist ein ekelhaftes Meme. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Ja, lass mal laufen, ja. Wirklich so richtig in dieser Dusche nach oben getrieben wird und du in dieser eigenen, in deinem eigenen Pissgeruch drin stehst. Das ist einfach nur Hammer. Ich weiß nicht, was ist das zusammengeschnitten? Das habe ich nie gesagt. Das ist, hat jemand zusammengeschnitten. Das habe ich nie gesagt. Lehrer. Und jetzt legst bitte Seite 21. Ich. Kennst du aus der Schule? Hier liegt richtig. Wenn dein Freund dir seine Handpflanzen zeigt. Eine kriminelle Energie drin. Ja, da kribbelt es in diesen Räumen. Yes! Yes! Mein Handy hat nur noch 1% Akkuladung. Ich schaffe es noch rechtzeitig anzuschließen. Mein Gott. 3 Sekunden später, es geht doch aus. Yes! 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 No! 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 Junge! Shit! Wenn man nachts seinen kleinen Zeh knallt. Elotrix ist so lost. Oh mein Gott. Ich feiere ihn so sehr, ey. Polizist, willst du lieber ins Gefängnis oder bei deiner Freundin leben? Wie ich ins Polizeiauto steige? Fühl dich. Ich lebe gern bei meiner Freundin. Ich habe keine Freundin. Aber hättest du gern bei deiner Ex-Freundin gelebt? Wenn der scheiße ist, dann f*** ich ihn, dann den kaputten Ruf auf YouTube. Wenn er gut ist, dann f*** ich ihn trotzdem. Mein Lehrer, bevor er meine Arbeit kontrolliert. Ich gönn dich. Oh, hey, sie, ich bin gläubig. Ich. Du bist wunderbar. 2 Optionen. Carsten ist dein bester Mann. Carsten ist deine Ehre. Wenn das, was du ausgewählt hast, im Automaten stecken bleibt und du dein Geld nicht zurückbekommst. Das habe ich schon mal gemacht, ich habe schon mal so dagegen gedingst. Ja. Darf man ja eigentlich natürlich. 2 Optionen. Zwei Optionen. Komm mal, leck mich am Arsch an. Danke, 2 Optionen. Wenn du früher von der Schule gehst, weil du einen Arzttermin hast. Stell dir mal vor, früher haben die Leute schon alle angefasst und jetzt ist Corona. True. Mein Dad legt Würstchen auf den Grill. Mein kleiner Bruder. Brennt ihr Schweine. Weil es doch Schweinswurst ist. True. Baby. Wenn dein Geld alle ist und du genau weißt, wie du Mama und Oma rumkriegst. Diese Apfelkuchen. Köstlich. Köstlich. Meine Zahnärztin sagte, ich sollte von einer manuellen zu einer elektrischen Zahnbürste wechseln. Ich sagte 187. Ich sagte 187. 187. Are you dumb, stupid or dumb? Oh mein Gott, dass ich darüber lachen muss, das ist so schlecht. Das ist so ein Pipi-Kaka-Humor. Der furzt einfach ins Mikrofon. Aber hätte doch alles sein können. Ja, es hätte alles sein können. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh mein Gott, dass ich darüber lachen muss.